Willkommen bei Zeppelin Rental Show How. Der Böcker Schrägaufzug Junior HD 24 ist das optimale Gerät für den Materialtransport. Er verfügt über eine maximale Schlittengeschwindigkeit von bis zu 48 Metern pro Minute und eine Nutzlast von 250 Kilogramm. Zeppelin Rental hat ein Modell im Mietprogramm, das wahlweise je nach Einsatzort mit Benzin oder 230 Volt Elektromotor betrieben werden kann. Legen Sie vor Arbeitsbeginn die je nach Baustellenbedingungen nötige Schutzkleidung an. Tragen Sie auf jeden Fall Sicherheitsschuhe, eng anliegende Kleidung und einen Helm. Bei Windstärken ab 45 km/h dürfen Sie den HD24 nicht benutzen. Stellen Sie den Schrägaufzug auf ebenem und möglichst festem Untergrund waagerecht ab. Ziehen Sie den Bremshebel an. Nun entsichern Sie die vorderen Stützen, ziehen diese heraus und kurbeln sie herunter. Nehmen Sie die beiden hinteren Stützen aus ihrer Halterung, indem Sie die Sicherungen öffnen. Schieben Sie die Stützen bei angezogenem Sicherungsstift ein und arretieren sie. Kurbeln Sie sie anschließend herunter. Mit der Dosenlibelle überprüfen Sie die korrekte waagerechte Ausrichtung des Schrägaufzugs. Die Libellenblase befindet sich dabei genau in der Mitte der Dosenlibelle. Zudem muss die Achse lastfrei sein. Die Räder berühren noch den Boden. Legen Sie je nach Beschaffenheit Unterlegplatten unter die Stützen und sperren Sie den Aufstellbereich ab. Wenn Sie den Aufzug mit Benzinmotor betreiben möchten, öffnen Sie die Motorabdeckung. Drücken Sie zuerst den Kraftstoffhahn nach rechts, den Hebel für die Kaltstarteinrichtung nach links. Starten Sie den Motor. Drücken Sie den Hebel für die Kaltstarteinrichtung wieder in Grundposition nach rechts und lassen den Motor warm laufen. Ist er bereits warm, können Sie ihn über den grünen Taster neben den Bedienhebeln starten. Der Schlüsselschalter muss dazu in Position On stehen. Über den Notaus können Sie den Motor stoppen. Wenn der Aufzug länger nicht betrieben wird, schalten Sie die Zündung aus, indem Sie den Schlüssel am Motor in Position 0 drehen. Der Schrägaufzug HD24 von Zeppelin Rental kann in Innenräumen oder emissionssensiblen Bereichen auch mit Elektromotor betrieben werden. Schließen Sie das Stromkabel mit möglichst kurzer Verlängerung an eine Steckdose an. Starten Sie den Motor, indem Sie den grünen Taster betätigen. Richten Sie den Schrägaufzug am Einsatzort aus. Dazu bringen Sie die Schienen zuerst in eine möglichst senkrechte Position. Ziehen Sie den linken Hebel zu sich und drücken ihn nach oben, um die Führungsschienen zu heben. Jetzt fahren Sie den Schlitten etwas nach unten, indem Sie den langen Hebel kurz nach unten drücken. Entfernen Sie das Sicherungsseil. Wenn die Führungsschienen möglichst aufrecht stehen, können Sie den Aufzug drehen. Ziehen Sie den Sicherungsstift nach oben und bringen die Schienen in die passende Position. Zum Ausfahren der Führungsschienen ziehen Sie den mittleren Hebel zu sich und drücken ihn nach oben. Die Höhe des Aufzugs sehen Sie innen an den Führungsschienen. Legen Sie die Schienen an und befestigen sie. Der optimale Neigungswinkel für den Betrieb des Schrägaufzugs beträgt 70 Grad. Beachten Sie das Lastendiagramm. Wenn der Schrägaufzug richtig steht, lassen Sie bei Bedarf die Schienenverlängerung ab. Dazu bewegen Sie den langen Hebel nach oben und fahren den Schlitten etwa 2,5 Meter nach oben. Ziehen Sie die beiden Federstecker und lassen Sie die Schienenverlängerung auf den Boden ab. Legen Sie gegebenenfalls eine Holzbohle unter. Jetzt kann der Schlitten bis auf den Gummipuffer heruntergefahren werden. Dazu drücken Sie den langen Hebel nach unten. Um den Schlitten zu stoppen, bringen Sie den Hebel in die mittlere Position. Wenn Sie den Schrägaufzug wieder abbauen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge wie beim Aufbau vor. Schieben Sie also zuerst die Schienenverlängerung ein. Um die Führungsschienen einfahren zu können, müssen Sie die Klinkensperre lösen. Dazu drücken Sie den Hebel unter den Führungsschienen in Richtung des Aufzugs und fahren die Schienen etwas aus. Die Klinkensperre ist gelöst. Sie können die Schienen jetzt einfahren.
Um den Schrägaufzug auszuschalten, stoppen Sie den Motor über den Notaus. Bei Betrieb mit Benzinmotor drehen Sie den Zündschlüssel in Position 0. Kontrollieren Sie arbeitstäglich den Stand des Benzins. Außerdem überprüfen Sie den Stand des Motoröls. Füllen Sie gegebenenfalls Motoröl nach. Haben Sie Fragen zur Inbetriebnahme oder zum Gerät? Rufen Sie uns an unter 0800 1805 und 4x8. Zeppelin Rental. Mietlösungen für jedes Projekt.